Namaste und guten Morgen, ihr Lieben. Heute ist Montag, der 25. 25. Ich muss nochmal, ja. Und morgen ist Portaltag. Und am 28. ist der mega, mega, mega Vollmond im Löwen. Und wir sind schon mittendrin in diesen Energien, denn ich habe sie jetzt schon sogar am Wochenende gespürt und vielleicht habt ihr es auch gespürt. Es rüttelt und schüttelt auf allen Ebenen. Was passiert da? Also zum einen ist ja mein Notebook gecrasht und ich habe immer noch kein neues Notebook und das alte funktioniert nicht. Und ich mache nur noch im Augenblick alles über das Handy, aber heute kommt das neue Notebook. Und wie ich schon sagte, das ist immer ein neuer Shift. Und jetzt mit diesem Portaltag, morgen und mit dem Vollmond im Löwen, sind wir eigentlich schon mittendrin. Ich habe das selbst erlebt, mittendrin in diesen ganz uralten Strukturen. Und zwar, ich hatte ja am Wochenende eine wunderbare Meditation mit der 13. Sonne und mit den Lichtwesen der 13. Sonne. Und zuvor hat es auch mich komplett nochmal durchgeschüttelt, ja. Und was wir jetzt nochmal erleben, ist in den kommenden Tagen dieses Thema wirklich ein gesundes Ego und eine gesunde Abgrenzung, eine gesunde Wertschätzung zu entwickeln oder auch zu leben oder auch einfach schon in sich zu fühlen. Und das ist das, wo jeder, denke ich, auf seine Art und Weise nochmal hinschauen darf, ja. Es geht ja nicht nur um diesen familiären Bereich, es geht auch um den Bereich der Institutionen, es geht um den Bereich der Finanzen, es geht um den Bereich der Familie und der Partnerschaft und der Gesundheit. Ja, jetzt muss ich gerade nochmal schauen, ob das Video läuft. Also, dieses gesunde Ego, ja, das ist jetzt die Balance und die Harmonie, die wir herstellen dürfen in den kommenden Tagen. Ja, wir sind am Ende des Monats und ja, wir haben wirklich große astrologische Punkte, die sich jetzt treffen. Und ich denke, das wird auch eine ganz tolle Woche. Also wenn wir aus dem Pendel geraten sind, ja, in dieser Dualität, in der wir sind, ja, ob das jetzt gesundheitlich ist. Ich weiß, dass eine Freundin gerade sehr viel zu tun hat mit dem Pflegeheim und ihrer Mutti dort. Ich weiß, dass ganz viele Familien gerade sehr viel zu tun haben mit diesem Homeschooling, ja. Und ich weiß, dass sehr viele auch im partnerschaftlichen Bereich einfach nochmal hinschauen dürfen. Was ist mir jetzt am wichtigsten? Und immer wieder, ja, wo stehe ich mit meinem Selbstwert und meiner Selbstliebe? Wir haben das jetzt einfach nochmal, wir haben das auch gesellschaftlich, gesamtgesellschaftlich, immer wieder, wo ist meine Grenze? Und vor allen Dingen auch mit diesem gesunden Ego, ja, herauszuspüren und herauszufiltern, für mich kann ich immer wieder für mich einstehen, kann ich immer wieder mein Rückgrat halten, kann ich immer wieder im Jetzt und im Hier sein und mich da auch wieder hinbringen. Wenn es mich hinausgeschleudert hat, ja, komm erstmal wieder zurück zu dir, komm erstmal wieder in deiner Mitte an, sorge dich erstmal wieder ganz doll um dich und dann spüre hinein und der Verstand, der ackert gerade so viel, der läuft und läuft und läuft, ja. Das wird uns gerade nicht weiterbringen, sondern was uns jetzt weiterbringt, ist die Erdung, ist der Körper. Und wenn du dann in der Erdung, im Körper bist, ja, wenn du gut gegessen hast, wenn du Sport gemacht hast, wenn du viel geatmet hast, dann schau wieder, kann ich jetzt aus meiner Mitte losgehen? Es geht um diese Ego-Grenzen, die jetzt nochmal transformiert werden wollen. Und ich hatte letzte Nacht eine unglaublich öffnende Nacht. Es war sehr anstrengend. Wir kriegen so viel Licht- und Liebesflutungen, ja, herein. Vertraue wirklich deiner Führung. Vertraue deinem Geist. Vertraue vor allen Dingen dem Leben. Denn auch wenn wir jetzt nochmal aus den tiefsten Ebenen durch alle Inkarnationen
wirklich geprüft werden, wirklich uns reinigen dürfen, uns klären dürfen. Trotzdem ist das Leben schön und lebenswert. Wie habe ich das gemacht jetzt, nachdem ich also auch noch mal richtig geschüttelt wurde? Ich habe ja schon auch ein Video dazu gemacht, ja. Ich habe mich einfach noch mal hingesetzt und gesagt, okay, das ist ein altes Muster. Ich kenne das aus meinem Leben, ich kenne das aus meinen Erfahrungen. Ich gehe jetzt in die Öffnung hinein, in ein neues Muster. In meinem letzten Video habe ich auch beschrieben, wie du das machen kannst. Aber vor allem vertraue dem Leben, ja, weil das Leben wird uns dahin bringen. Irgendwann wird uns das Leben dahin bringen, wo wir hinwollen, und wir dürfen dahin gehen. Und wir haben so starke Öffnungen in dieser Woche. Mach dich bereit. Zieh dich zurück. Sag immer wieder ja. Sage immer wieder ja, ich bin bereit. Ja, ich vertraue. Und dann lass es auf dich zukommen und spüre, was es mit dir macht. Diese neuen Energien, die jetzt kommen in dieser Woche mit diesem großen Vollmond, schicken uns viel Vertrauen, schicken uns viel Liebe, schicken uns viel weitergehen, weitergehen und nicht mehr stehen bleiben. Ja, wir kommen jetzt wirklich in die Aktion, in eine große Klarheit. Ja, es geht immer wieder vorwärts. Egal, was da draußen ist, ja, es geht immer wieder vorwärts, egal, was da ist. Also ich wurde am Samstag auch angehalten und dann bin ich 13 Stundenkilometer zu schnell gefahren und dann zack hatte ich die 25 Euro wieder in der Tasche, ja. Und egal, egal. Ich bin ausgerichtet nach oben und ich war eben nicht ganz bei mir, ja. Ich hatte davor auch schon wieder eine schlaflose Nacht. Aber es macht nichts, ja. Atme tief. Und diese Woche geht es um ein gesundes Ego. Es geht um das Jetzt und Hier. Und es geht um eine gute Erdung. Und es geht um eine Ausrichtung auf das immer wieder, dass alles gut wird. Ja? Also in diesem Sinne, merci, bye bye, I love you und hab eine gute Woche, hab eine kraftvolle Woche. Folge mir gerne auf Instagram, auf SoundCloud oder auch auf meinem Kanal. Die Technik ging auch schon wieder nicht richtig. Ist noch nicht alles hochgeladen, aber das macht nichts. Das wird, ja? Bye bye und hab eine ganz tolle Woche. Merci, tschüss.